Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de. Wir sind heute in Brixen bei der Fahrvorstellung des neuen Audi Q3. Wie kann man dieses Auto einordnen? Naja, das ist ein bisschen größer als der Q2 und ein bisschen kleiner als der Q5. So viel steht fest. Ich will euch heute erklären, was neu an diesem Auto ist. Es ist natürlich ein bisschen gewachsen. Es hat einen moderneren Innenraum, eine neue Optik außen, innen, neue Motoren. All das will ich euch heute erklären. Ich will das Auto auch ein bisschen einordnen, so in die Konkurrenz im Konzern mit dem Seat Ateca und dem VW Touareg. Wenn es euch interessiert, bleibt gerne dran. Viel Spaß beim Video. Ja, ich will anfangen mit der Optik und hier steht da nun der neue Q3 Modelljahr 2018 oder 19, wie auch immer ihr das sehen wollt. Die Farbe hier ist zugegebenermaßen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Audi nennt es Turbo Blau, man kann es auch Schlumpfblau nennen. Ich finde sie aber für unsere Zwecke heute ganz gut, weil sie die Kanten und Kerben im Auto sehr gut zum Vorschein bringt. Es gibt noch 11 weitere Farben, beziehungsweise 10 weitere, soweit ich weiß. Aber es ist mal was anderes und deshalb definitiv interessant. Ich will jetzt mal ein bisschen bei euch anfangen mit der Optik von der Front. Dieses Auto hier ist 1,85 Meter breit. Erstmal so viel zur Einordnung und es ist beim neuen Modell 2 cm breiter geworden, also 1,8 cm breiter als beim Vorgänger. Das Auto ist auch 4,5 Meter lang, so viel zur Einordnung und ist etwa 10 cm länger geworden. Der Platz kommt dann im Innenraum zugute. So, jetzt aber wie versprochen zur Optik bei der Front. Was hier passiert ist, ist interessant, denn Audi legt immer sehr viel Wert hier auf den Grill, der ist jetzt im Oktagon, also als Achteck gezeichnet und steht im Vergleich zum Vorgänger ein bisschen aufrechter. Insgesamt finde ich, dass dieses Auto weniger pummelig wirkt als der Vorgänger. Das gefällt mir hier schon sehr gut. Aber jetzt mal im Detail, was hat sich getan? Erstmal das Spannendste hier unten. Wir haben hier diese ganze Lippe, die sich verändert. Wir haben insgesamt drei Ausstattungslinien. Hier steht jetzt die S-Line, also mehr oder weniger die Top-Ausstattungslinie. Wir haben Advanced und wir haben natürlich noch die Basis. Die S-Line unterscheidet sich hier unten eben durch die seitlichen Lufteinlässe. Sieht alles ein bisschen sportlicher aus. Hier diese lackierte Lippe, sehr, sehr gut. Dann haben wir hier schwarze Lamellen und eben diesen sehr, sehr großen Grill hier vorne. Und wenn man dann sieht, und da hilft uns das Blau, wir haben hier eine wunderschön ausgeformte Motorhaube. Das sieht wirklich gut aus. Das hilft natürlich, dass dieses Auto dynamischer wirkt. So, und was hier ganz toll ist und was Audi wirklich neben dem Grill hier vorne auszeichnet, ist natürlich das Licht. Hier ist jetzt das Matrix-LED-Licht, aber LED ist schon in der Basis drin. Danach haben wir noch ein Voll-LED-Licht, also drei Lichtpakete, die wir hier haben. Hier sind die LED-Segmente im Licht und hier ist das Tagfahrlicht drunter als Balken. Sehr dreidimensionales, plastisch ausgeformtes Licht, das mir persönlich richtig, richtig gut gefällt. Und wenn man jetzt mal hier vorne schaut, dann wirkt das Auto fast schon nicht mehr wie ein Q3, sondern eigentlich von der Schnauze, wenn sie einem auf der Straße entgegenkommt, fast schon ein bisschen größer, fast schon wie ein Q5. Und jetzt will ich mal mit euch an die Seite gehen, weil es da natürlich auch ein bisschen was zu entdecken gibt. Da haben wir hier natürlich auf der Seite wieder die S-Line. Ihr seht sie hier, der Mann erzählt euch keinen Quatsch, sondern das ist die S-Line. Sieht man auch schön hier an den in Kontrastlack lackierten Radhäusern. Die machen das Auto insgesamt natürlich auch bulliger, auch präsenter. Und das führt dann zu wieder, dass wir halt eigentlich uns in der Klasse größer wählen, was ganz interessant ist. Felgen, auch Riesenthema. Audi baut wunderschöne Felgen, finde ich. Und da haben wir hier halt 19 Zoll Felgen. Das Auto ist mit 17 bis 20 Zoll Felgen auszustatten. Die kosten natürlich eine Menge, aber ich sage es bei jedem SUV-Video, ich finde, ein SUV, der zu kleine Felgen hat, das sieht einfach blöd aus. Also an den Felgen würde ich als Letztes sparen. So, und wenn wir jetzt dann die Seite betrachten, ist es so, 4,5 Meter ist eine Länge, 10 cm hat das Auto gewonnen. Warum sieht er nicht mehr so pummelig aus wie der Vorgänger? Die Fahrgastzelle ist ein bisschen nach vorne gewandert. Und was ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber die Designer sind stolz drauf, deswegen will ich es euch nochmal sagen. Wir haben hier eine S-Linie. Dann ist es hier gerade und wir haben hier wieder eine S-Linie. Das ist zum einen natürlich
Spannend. Aber warum macht Audi das? Die machen das natürlich dadurch, deshalb, dass dieses Auto so ein bisschen leichter wird, was ich interessant finde. Und man zeigt damit natürlich auch in der Pressung, dass man ein sehr hohes Know-how hat, was Autos angeht. Zurück zur S-Line. Wir haben hier unten den Schweller, der hat so ein Plate hier drin oder wie Audi das nennt. Das macht das Auto noch mal ein bisschen leichter und gibt ihm ein bisschen mehr Druck auf die Straße, was Schönes. Und dann müssen wir uns mal ein anderes Detail noch anschauen. Chromfelgen, zumindest Teilchrom. Und wir haben hier um die Fenster drumherum Chrom und wir haben die Relingen Chrom. Insgesamt ist es natürlich interessant, denn dieses Auto hat jetzt drei Farben, verstehe ich. Viele finden das schön, viele finden das klassisch. Stellt man sich es mit Weiß, Schwarz, Grau vor, kann das auch cool aussehen. Ich finde aber schön, wenn ein Auto nur zwei Farben hat. Wenn ich also so ein Black-Paket nehme hier dazu, dann kann ich alles um die Fenster und die Reling in Schwarz haben, dazu noch schwarze Felgen. Sieht sehr gut aus und dann kommt der Grill vorne. Übrigens auch in Schwarz mit diesem Black-Paket. Schaut es euch im Konfigurator an, da könnt ihr ein bisschen rumspielen, was ihr gerne haben wollt. Das finde ich ganz interessant. So viel nur so zur kleinen Orientierung. Und jetzt schauen wir uns dann auch mal das Heck, also den Po hier vom Q3 an. Denn da hat sich aus meiner Sicht optisch am meisten getan. Übrigens, kleines Detail noch, hier hinten abgedunkelte Scheiben hat der jetzt, glaube ich, nur leicht bis gar nicht, aber da würde ich niemals drauf verzichten, wenn ich mein eigenes Auto bestelle. Schön am Ende ist aber, dass es dann halt Geschmackssache ist. So, jetzt hier hinten, ich muss schauen, dass ich hier nicht den Hügel runterfalle. Ich finde übrigens ein wunderschönes Bild, wie das Auto dasteht, aber das nur by the way. Und anfangen will ich mal mir hier mit dem prominentesten Detail, das sind die LED-Rückleuchten. Die sind jetzt sehr dreidimensional, sehr plastisch, haben hier drei Elemente. Typisch Audi, dieses Auto schmückt sich typisch irgendwie auch ins Audi-Gesicht rein, ohne dabei zu beliebig zu wirken, was man dem Hersteller früher ja vielleicht auch ein bisschen vorgeworfen hat. Dann ist das Heck natürlich insgesamt sehr schön ausgeformt, hier ein bisschen fleischig, was fast alle SUVs haben. Ich finde es von hinten ganz interessant, denn ich weiß nicht, er erinnert mich an einen kleinen Bentley Bentayga und das muss man erstmal schaffen als Audi, fand ich ganz gut. Da steht jetzt übrigens Q3, das ist das Modell und das ist der Quattro. Was heißt Quattro? Quattro, da ist Audi stolz drauf. Wir haben hier hinten natürlich diese Ausformung vom Quattro, dass man erkennt, das ist ein Allradantrieb hier, dieses Auto. Gibt es natürlich auch noch als frontgetriebene Variante, aber dazu dann später im Fahrbereich mehr. Die Ringe haben wir natürlich auch hier. Aber am meisten passiert und am meisten interessant sein wird für euch hier unten. Wir haben hier einen Diffusor, Unterfahrschutz, soll ja ein SUV, also ein Auto mit Offroad-Image sein. Was hier natürlich schön matt, schwarz lackiert ist. Hier haben wir so ein glänzenderes Material drauf, Lufteinlässe große. Und hier, was viele kritisieren, Fake-Auspuffblenden. Ich finde es ganz schön. Ich finde, ein Auto braucht hinten Auspuffblenden, auch wenn da nichts rauskommt. Aber das werden vielleicht eure Nachbarn irgendwie erkennen. Dann haben wir hier hinten eine kleine Mütze, also einen kleinen Schweller, so einen Luftspoiler, was ich schön finde. Ja, und dann vielleicht ganz insgesamt zum Auto. Für ein Q3 ist dieses Ding wirklich erwachsen, weniger pummelig und ziemlich grazil bei gleichzeitiger Sportlichkeit geworden, was ich optisch wirklich interessant finde. Könnt mir vorstellen, dieses Ding zu fahren. Ich finde, es ist nicht nur was für Familien, sondern irgendwie auch, keine Ahnung, Singles oder so. Aber am Ende bleibt das natürlich Geschmackssache. Ja, und da sind wir am Kofferraum angekommen. Warum kauft man sich ein Q3? Natürlich, weil man einen gehobenen Anspruch an Platz hat. Deshalb ist der Q3 auch ein bisschen größer geworden und deshalb ist der Kofferraum auch gewachsen. So viel vorweg. Meine Freunde bekommen zurzeit Kinder ohne Ende und haben diese Probleme. Ich habe sie nicht, aber natürlich hat man auch Hobbys, wo man mal ein Fahrrad und Radl da hinten reinkriegen muss zum Beispiel oder was auch immer. Und da muss dieses Auto halt inzwischen mithalten können. Deshalb werde ich mich jetzt mit euch mit dem Kofferraum beschäftigen, weil ich weiß, dass das da für euch draußen gerade bei diesem Auto einfach wichtig ist. Und dann geht's schon los. Er geht elektrisch auf, ist eine Option, ist aber mega praktisch, wenn ich die Hände voll habe und vom Einkaufen komme, weil das kann einem den Einkauf oder das Leben retten. Jetzt ist hier hinten erstmal ein Koffer drin. Warum ist der drin? Ich will euch einfach mal die Dimension zeigen. Das ist ein sehr großer Koffer, ein Showkoffer. Wir haben hier noch ein Netz, mit dem wir diesen Koffer abdecken können. Aber das schmeiße ich jetzt einfach mal weg, wollte ich euch nur zeigen. Und jetzt vielleicht einfach mal zu den harten Kofferraumfakten. Der Kofferraum ist 530 Liter groß bei aufgestellter Rückbank. Die ist jetzt aufgestellt, aber
Audi hat sich einen Trick einfallen lassen, was auch der Skoda Karoq, glaube ich, hat. Man kann also die Rückbank nach vorne und nach hinten verschieben um 15 cm, was mega praktisch ist. Will ich also mehr Platz im Kofferraum, schiebe ich die Rückbank einfach ein bisschen nach vor, habe mehr Platz, natürlich weniger Platz auf der Rückbank. Und andersrum, ihr versteht das Prinzip, ich kann sie auch in der Neigung verstellen, was toll ist. Ich zeige euch das gleich auch mal auf der Rückbank. Ja, wenn ich sie ganz nach vorne schiebe, bekomme ich im Kofferraum auf einmal 675 Liter Platz, was mega ist. Ich zeige euch das auch später, keine Sorge. Dann kann man sie natürlich noch umklappen und bekommt 1525 Liter Platz. So, zeige ich euch jetzt gleich. Jetzt wird ein bisschen hier was gemacht. Dieser Riesenkoffer kommt raus. Ihr seht, wie groß ich bin. Ich bin 1,88 Meter groß und der Koffer fast genauso groß. Ist so ein typischer Frauenurlaubskoffer halt, mit dem die 2 Tage verreisen. So, was dann noch sehr praktisch ist zum Kofferraum. Wir haben hier eine kleine Auswölbung hier im Heck. Das heißt, Audi hat mir versprochen, da bekommt man eine Golftasche quer rein. Ich spiele kein Golf, aber keine Ahnung, wie lang so ein Schläger ist. Ich kann es mir jedenfalls vorstellen. Sinnvoll ist es allerdings, weil ich einfach mehr Platz habe. So, und dann haben wir hier noch eine zweite Ebene quasi, wo ein Ersatzrad rein kann, ein bisschen Technikzeug oder wo man auch mal eine Flasche verstauen kann, ohne dass sie so da hinten rumfällt. Ganz gut. Ich kann bei diesem Modell hier jetzt die Rückbank nicht umlegen von hier hinten. Deshalb gehe ich mit euch an die Seite, ist aber auch ganz einfach. Und steige jetzt einfach mal hinten auf, lass hier auf. Und übrigens hier diesen Schutz kann ich auch wegmachen und bequem verstauen, ist ganz gut. Und wenn man jetzt einfach mal guckt, dann kann ich hier bequem mit so einem einfachen Hebel einfach ziehen, bekommt sogar meine Oma hin, die Rückbank hier umklappen. Das ist mega. Ich kann sie übrigens da auch in der Neigung nur ein Stück nach vorne verstellen. Das mache ich jetzt einfach mal auf beiden Seiten. Ich muss schnell auf die andere Seite. Auf beiden Seiten. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viel Platz hier hinten ist, klar haben wir noch die Abdeckung hier drin, aber da kann man sich wirklich vorstellen, dass man da hinten drauf schlafen kann, ein Fahrrad reinbekommt und einen Kinderwagen allemal. Jetzt mache ich es aber wieder hoch und will mich einfach mal reinsetzen, damit ihr einfach seht, wie viel Platz da hinten drin ist. Hier kurz am Hebel gezogen und zurück. Das ist interessant, der Sitz hier ist relativ weit nach hinten und ich habe trotzdem noch ungemein viel Kniefreiheit. Ich habe viel Kopffreiheit. Und das ist in dem Segment schon wirklich beachtlich. Das kann definitiv mit dem Touareg mithalten. Ist vielleicht gefühlt noch ein kleines bisschen besser als beim VW Touareg, was wirklich spannend ist. Und jetzt der Trick hier vorne. Ich ziehe unten einen Hebel, der ist unter meinen Beinen. Kann ganz nach vorne fahren und ganz nach hinten, was wirklich gut ist. Und ich kann hier während der Fahrt auch bequem die Neigung verstellen. Das ist sehr unbequem, aber so wird es dann wesentlich bequemer. Aber was macht man nicht alles für Kofferraum? Hier unten haben wir dann noch 2 USB-Stecker. Was cool ist, wenn hier hinten wirklich Kinder sitzen und sich streiten, wer jetzt irgendwie Tablet anschließen kann, um irgendwie Justin Bieber-Videos anzuschauen oder was auch immer. Hier bekommen sie ihr Tablet rein. Die Sitze sind schön ausgeformt mit Lederstoff, mit einer Lederstoffkombination jetzt hier drin. Das macht Audi einfach gut. So viel zur Rückbank, dann haben wir hier natürlich auch noch schöne Griffe, ist natürlich Plastik hier, auch ein bisschen Hartplastik, aber das ist alles wirklich top verarbeitet. Gefällt mir richtig gut, die Sitze haben eine kleine Einkerbung noch für die Knie. Wenn ihr Fragen habt irgendwie zum Kofferraum, zur Rückbank, was auch immer, fragt mich gern, ich beantworte es euch sehr gern. Jetzt sind wir im Q3. Ich will euch so ein bisschen das Interieur und die Technik vorstellen. Und es ist schon phänomenal, wie Audi es schafft, von A1 bis A8, von den Q-Modellen bis zum Q8 so eine ähnliche Architektur in die Autos zu bringen. Und zugegebenermaßen, die passt immer. Und manchmal fragt man sich an meiner Stelle, wie kann man das eigentlich besser machen? Nicht nur von der Logik, nicht nur von der Technik, sondern auch von der Verarbeitungsqualität. Aber jetzt fange ich erstmal an. Was passiert hier? Wir haben hier eine sehr horizontale Anordnung. Hier haben wir das MMI-Touch-System vorne drin. Das haben andere Modelle auch, der A8 auch. Was lediglich den Q3 von der Technik unterscheidet, ist, wir haben nicht nochmal das zweite Display für die Klimaanlage da unten. Hier haben wir noch analoge Knöpfe. Das ist natürlich ein kleiner Kostenpunkt. Wir haben hier eine kleine digitale Anzeige. Das ist ein Kostenpunkt. Wir sind halt hier nicht in einem Q8, wir sind hier in einem Q3 und das ist auch völlig okay so. Dieses System hier ist eingebettet in so ein Black Panel, sieht man hier drumherum. Da drum ist ein Rahmen, der eben
diesen Octagon-Grill von vorne wieder darstellen soll. Hier haben wir jetzt eine schön gebürstete Alu-Optik, die sich in der Tür seitlich hier und hier fortsetzt. Das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Und was toll ist, hier oben ist so eine Art, ich glaube, das ist Velour-Leder, sieht ein bisschen aus wie meine Couch zu Hause. Nur sauberer auf jeden Fall. Hier steht Quattro, weil man da sieht, ist ein Quattro. Da vorne ist der Startknopf. Ich erkläre euch einfach zur Anordnung, wie es hier funktioniert. Der Drive Select Schalter, hier alles zum Fahren, Park-Sensoren. Und hier haben wir jetzt das Automatikgetriebe. Den Q3 gibt es übrigens auch als 6-Gang-Handschalter. Das ist ein 7-Gang-Automatikgetriebe. Hier unten kann man schön, ich zeige es euch mal, das Handy reinlegen. Und optional dann laden, induktiv sagt man dazu, elektrische Handbremse. Hier sind 2 Cupholder, mega praktisch. Das Handy ist verstaut. Dann kann man hier noch aufmachen und hat hier vorne noch mal ein bisschen Laderaum. In den Türen ist richtig viel Platz für Wasser zum Beispiel. Vergesst nie Wasser zu trinken, trinkt Wasser. Und dann ist es natürlich toll, die Arme, wenn man das hier so anschaut, finden richtig schön Platz in der Tür. Das ist bequem. Auch wenn wir hier so ein bisschen Plastik haben, das kein Hartplastik ist, sondern so leicht nachgibt, hier vorne auch, ist schon ein bisschen Plastik hier drin, aber das ist halt wirklich toll verarbeitet und eingebettet. Hier unten im Tunnel haben wir auch Plastik, aber das stört nicht, weil es eine offene Architektur ist. Hier drin übrigens die S-Line, sieht man hier am Lenkrad, das S-Line-Lenkrad, hier mit perforiertem Leder, unten abgeflacht, typisch Audi. Wir haben eine Edelstahl-Pedalerie, wir haben USB-Stecker hier, so ein Micro-USB-Ding hier. Wir haben immer noch, oh Gott, was mega Tolles, ein laut und leiser Regler, der noch manuell funktioniert. Ich hasse es, das da vorne zu verstellen. Das hasse ich wirklich. Und dann haben wir hier noch eine kleine Armlehne, was man machen kann. Findet man hier noch Platz. Und der Schlüssel findet hier Platz. Und da ist sogar noch ein Zigarettenanzünder. Also das ist hier drin wirklich durchdacht. Aber jetzt will ich mal so ein bisschen zur Technik kommen, weil darum geht es. Es geht nicht um Velourleder, tolle Verarbeitung, es geht um die Technik und es wird ein immer, immer, immer wichtigeres Thema. Was ganz interessant ist, hier hat jetzt endlich in den Q3 auch das virtuelle Cockpit Platz gefunden. 12,3 Zoll groß, ist aber optional. Serienmäßig ist ein 10,25 Zoll digitales Cockpit hier drin. Das heißt, in Q3 ist das Cockpit immer digital. Der Unterschied ist, das hier ist größer und dreidimensionale Kartenansichten sind möglich. Temperatur links und die Tankanzeige rechts sind immer noch teilanalog, was auch okay ist. Hier haben wir dann in diesem Panel übrigens sehr schön eingebettet. Ihr müsst mir echt mal sagen, wie man das noch schöner machen kann hier vorne. Das gefällt mir richtig gut, dieses Panel-Ding. Übrigens hier alles sehr stark fahrerorientiert. Hier eine kleine Mütze, damit die Sonne nicht blendet. Sehr stark fahrerorientiert. Ich glaube um 10 Grad zum Fahrer gedreht. Wirklich sehr angenehm. So, aber auf was Audi zu Recht sehr, sehr stolz ist und was ich inzwischen auch schon wirklich richtig oft beschrieben habe, ist hier dieses MMI-System hier drin in der Mittelkonsole, was so eine Art Audi-Allzweckwaffe inzwischen ist, weil es natürlich intuitiv zu bedienen ist. Mega Auflösung, mega Technik, mega Online, mega Konnektivität mit Apple CarPlay, Android Auto und allem Möglichen hat hier flexibel ist. Also das ist wirklich die Wunderwaffe von Audi, die ist hier drin. Optional, dieses MMI-System. Ich zeige euch mal kurz was. Hier haben wir die Karte, sehen wir die tolle Landschaft. Warum ist es flexibel? Drücke ich hier lange drauf, kann ich die Kacheln verstellen, kann ich zum Beispiel hier reinziehen, bin da ganz flexibel und dann haben wir halt auch eine Reihe Online-Dienste, was wirklich toll ist. Ich habe das euch schon relativ oft erklärt, ich halte es kurz. Wir können uns Nachrichten vorlesen lassen, wir haben Apps hier drauf. Wir können uns freie Parkplätze anzeigen lassen. Wir haben Online-Navi, was uns immer die aktuellen Staus anzeigt. Wir können Funktionen zum Auto anzeigen lassen. Hier zum Beispiel, wir haben Drive Select, was zum adaptiven Fahrwerk, Parkhilfe, Driver Assistant, also es ist alles hier. Hier haben wir ganz normal noch das Radio und schön an diesem ganzen Online-Zeug hier drin ist zum Beispiel, sind Kleinigkeiten, aber ist zum Beispiel, verliere ich hier das Radiosignal, dann switcht das Auto automatisch um zu einem digitalen Radio, was cool ist. Das heißt, ich habe immer Musik garantiert und hier mal was Navi. Schaut man sich das an, das ist einfach wunderbar. Wenn ich mir hier die Karte anzeigen lasse, kann ich da vorne machen lassen. Und wenn ich dann im digitalen Cockpit auf View drücke, kann ich mir hier zum Beispiel
die Geschwindigkeit anzeigen lassen in ganz unterschiedlichen Grafiken. Da kann ich viel verstellen, dann ist die Karte ein bisschen kleiner. Also das ist flexibel und das ist einfach gut. In der Mitte habe ich auch nochmal Optionen, wo ich mir Musik anzeigen lassen kann, das Handy, wieder eben die Karte oder den Durchschnittsverbrauch. Also das ist hier drin nicht wirklich krass viel neue Audi-Technik, aber die Audi schon hat, die ist wirklich wunderbar praktisch hier drin fahrerorientiert umgesetzt. Und wenn man dann zum Beispiel sich einfach Kleinigkeiten anguckt, wenn mich die Leute fragen, was macht ein Audi aus? Erstmal schwarzer Himmel, das hier schön verarbeitet, und dann schaut euch die Griffe in der Tür an. Ihr seht sie bei mir hier oder auf der anderen Seite, die kommen einem so ein bisschen entgegen, sind leicht zu bedienen, und wenn man dann die Tür aufmacht, dann ist es einfach schön, wie das funktioniert, wie das klingt. Das ist ein Audi. Aber dafür zahlt man dann natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Aber dann Technik hin, Verarbeitung her. Wichtig ist eigentlich eine Sache, dass wir hier Platz haben. Und schaut es euch an, ich bin 1,88 Meter groß. Ich habe Kopfplatz, ich habe genug Knieplatz. Dieses Auto ist vorne wie hinten langstreckentauglich. Und wenn man sich dann diese S-Line-Sportsitze hier anschaut, mit Stoff in der Mitte und Leder in den Wangen, das was übrigens perfekt ist, denn die sind nicht zu heiß im Sommer und nicht zu kalt im Winter. Also genau das, was Komplettledersitze oft, wo die oft versagen. Da muss ich sagen, okay, das ist hier ein Platzkonzept davon. Vorne, was wirklich ausreicht. Alles, man braucht nicht mehr, alles andere ist Luxus. Und die hohe Übersicht, also die hohe Sitzposition und die gute Übersicht über die Straße, die hilft natürlich auch. Ja, ich stehe am Motor und ich habe euch eingangs versprochen, Audi hat natürlich was mit den Motoren getan, ihr wisst warum. Und ich mache den Motor mal für euch auf. Bevor ich auf den zu sprechen komme, will ich euch erstmal ein bisschen was dazu erzählen, was es denn überhaupt alles für Motoren gibt. Es gibt zur Marktstart 4 Motoren. Das ist leider erstmal nur ein Dieselmotor. Der zweite Diesel kommt später. Aber ich will mit den Benzinern anfangen. Es gibt 2 Motoren in 3 Ausbaustufen. Das heißt, es gibt einen 1,5 TFSI mit 150 PS. Das ist der nicht. Es gibt einen 2 Liter TFSI mit 190 und 230 PS. Der 2-Liter-Motor ist eben in 2 Ausbaustufen. Okay, was ist interessant an den Motoren insgesamt vom Getriebe und vom Antrieb? Die kleinen Motoren sind eigentlich immer mit 6-Gang-Handschaltung und dem Frontgetriebe irgendwie ausgestattet. Und die großen Motoren, also hier der 230 PS Benziner, ist mit Quattro und mit der 7-Gang-Automatik, die übrigens sehr gut funktioniert, ausgestattet. Ja. Was gibt es dazu zu sagen? Ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit bei dem 150 PS Motor ist bei 207 und bei dem hier bei 233. Wer wirklich gern Autobahn fährt und gern den Beschleunigungswert von 6,3 Liter genießen will, der ist mit diesem Motor gut aufgehoben. Der braucht aber naturgemäß ein bisschen mehr. Der zweitkleinere, also der 190, beschleunigen 7,4 Sekunden auf 100. Und der kleinste in 9,3. So, und jetzt könnt ihr euch aussuchen bei dem Benziner, was euch wichtig ist. Spielt ein bisschen im Konfigurator rum, was es kostet. Ich glaube, das sind 2000 Euro Stufen beim Motor, wo es immer hochgeht. Ist euch überlassen, was ihr interessant findet. Was ich bei dem Auto allerdings viel interessanter finde und was ich schade finde, dass es zum Marktstart nur einen gibt, ist den Dieselmotor. Nämlich den 2 Liter TDI. Wir haben den hier in diesem Auto zum Marktstart mit einem 150 PS Motor. Der beschleunigt in 9,2 Sekunden auf 100, hat ein enormes Drehmoment, weil es natürlich immer ein Diesel ist. Von unten raus geht das Ding einfach und er verbraucht wenig. Ja, als die Benziner. Ich finde sehr, sehr spannend, bei so einem Konzept von Auto, das wirklich sehr, sehr groß ist, ein Diesel zu haben. Weil ich sage es bei jedem Video, wir haben Drehmoment von unten raus. Und meiner Meinung nach gibt es für so ein Auto aktuell nichts Ökologischeres. Wenn es dann soweit ist dann, und ich meine Meinung geändert hat, dann würde ich euch was sagen. Aber vom ökologischen Fußabdruck ist das toll. Deshalb finde ich es umso mehr schade, dass es den 190 PS Diesel, der auch auf dem 2-Liter-Aggregat Fuß erst 2019 gibt. Der beschleunigt dann nämlich, glaube ich, in 7,9 Sekunden auf 100, hat noch mehr Drehmoment, braucht auch ein bisschen mehr, hat aber eine höhere Endgeschwindigkeit auch, also wieder eher geeignet für die Vielfahrer auf der Autobahn. Wobei, wollen die auch sparen? Ich weiß es nicht. Aber für mich ist der Diesel hier drin toll. Aber jetzt will ich so ein bisschen mal auf diesen Motor zu sprechen kommen. Das ist der 45 TFSI, ein Vierzylinder-Motor hier drin. Ihr seht ihn, und was will ich sagen, das ist aktuell die Top-Motorisierung hier drin, 230 PS, die ist toll, die klingt gut, die zieht, die lässt einen einfach nicht im Stich, und ich
kann sagen, das ist ein Motor, mit dem ich mich wirklich sehr gut anfreunden kann, der aber natürlich auch ein bisschen was kostet. So. Und jetzt kommen wir zum Antriebskonzept. Ihr kennt den Audi Quattro. Audi ist bekannt für so ein paar Dinge und eines ist der Allradantrieb, der ist wirklich gut. Frontantrieb normal, eine Lamellenkupplung bringt einen Teil vom Antrieb dann jeweils nach hinten. Sensoren messen dann jeweils den Bedarf am Auto und verteilen die Kraft von vorne nach hinten. Für solche Lagen hier wie in den Bergen, ihr seht sie übrigens da hinten, wenn es mal Schnee hat, ist der Allradantrieb nahezu unerlässlich. Wenn ich vielleicht einen Pferdehänger ziehen muss, was auch immer, würde ich immer zum Allrad raten. Alle anderen übrigens, der Frontantrieb hat einen entscheidenden Vorteil. Er braucht weniger Benzin. Also die Leute, die sagen, ich fahre eh nur auf dem Asphalt, ich wohne in Hamburg auf dem Flachen und der Rest mir egal, ich will auch nicht, dass da Quattro draufsteht. Das Geld könnt ihr euch vielleicht sogar sparen, weil bei den Bedingungen ist es etwa gleich gut. So, und jetzt zum Getriebe. Da drin ist jetzt die 7-Gang-Automatik. Die ist bei dem großen, bei den jeweils größten Motoren jeweils hier drin serienmäßig, genauso wie der Quattro. Die Automatik da drin ist richtig gut. Was will man dazu sagen? Die ist so solide, die macht ihren Dienst so solide, dass ich nichts kritisieren kann. Die ist vielleicht solider, als ich sie sein werde. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber mit dem Ding braucht ihr euch keine Gedanken machen. Anders sieht es aus mit einer 6-Gang-Handschaltung. Das ist kein Audi-Problem. Die Schaltung ist sehr gut, die ist toll, die ist knackig, die findet ihre Wege, kein Problem. Aber wenn man wirklich viel fährt, dann wisst ihr, ich bin gestern erst im Stau hierher gefahren und wenn man die ganze Zeit Kupplung treten muss und schalten muss, dann geht einem das gehörig auf die Nerven. Ehrlicherweise, ich würde es in dieser Art von Auto nicht mehr wollen und ihr selbst könnt euch das vielleicht auch überlegen. Ich weiß, es kostet ein bisschen weniger, aber ich würde in diesem Auto immer zum Automatikgetriebe raten, auch wenn es mehr kostet. So, das war's zum Antrieben. Wenn ihr Fragen habt, ich weiß, kniffliges Thema, Verbrauchswerte konnte ich mir nicht merken, konnte ich auch noch nicht alle nachmessen, dann fragt mich gerne im Video, unter dem Video in den Kommentaren. So, jetzt habe ich ganz viel zum Q3 erklärt, aber jetzt wird gefahren, Vorspiel ist vorbei, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir haben hier die Top-Motorisierung. Warum? Nicht, weil das die ist, die ihr am meisten kauft, sondern weil es einfach Spaß macht, mache ich für mich. Ist der 45 TFSI ein 230 PS starker Benziner und jetzt fahren wir einfach mal los. Was hier drin auffällt, ist die Fahrgastzelle, ist ein Stück zu mir gerichtet, was sehr fahrorientiert ist und wir haben ein S-Line-Lenkrad, was unten abgeflacht ist. Hier ist der Drive-Select-Schalter. Mit dem will ich gleich spielen und hier ist der Startknopf, den habe ich jetzt verrückterweise einmal mal gedrückt und werde jetzt losfahren. Jetzt schauen wir uns mal im Drive Select Menü an, wo wir drauf sind. Fangen wir vielleicht mal auf Efficiency an, also so ein Öko-Modus, was normalerweise, ich sag's immer, ich weiß gar nicht meine Art ist. Sitz lässt sich gut verstellen und was fällt zuerst auf? Natürlich, meine Nachbarin hat recht, wir haben eine leicht erhöhte Sitzposition. Und die ist halt einfach gut. Ich habe eine gute Übersicht über die Straße, ich fühle mich sicher und ich habe natürlich ein bisschen Blech um mich, was sinnvoll ist. Es gibt mir ein sichereres Gefühl und ich kann das schon verstehen, wenn meine Freunde mal hoch gesessen sind im Auto, will keiner mehr runter. Und dann hier dieses virtuelle Cockpit ist natürlich genau in meinem Sichtfeld. Damit brauche ich halt überhaupt kein Head-Up-Display mehr. Kommt aus dem TT und ist eine geniale Idee. Man sieht es dann mit hier dieser Karte da vorne drauf, habe ich ein Paket, was cooles. Wenn ich hier auf View drücke, kann ich mir zum Beispiel die Karte auch noch vorne irgendwie anzeigen lassen. Hier zum Beispiel, was auch gut ist. So, und jetzt kommen Kurven. Efficiency-Modus ist gut. Dieses Auto soll uns aber in 6,3 oder 6,4 Sekunden auf 100 beschleunigen. Und jetzt schalte ich einfach mal auf Dynamic. Auto ist auch noch da für die Faulen. Die wollen, dass das Auto von alleine passt. Und was sehen wir jetzt? Wir sehen, oh Gott, meine Nachbarin braucht keine Sorgen haben, dass dieses Auto nicht sportlich ist, weil für die Höhe hat es einen relativ tiefen Schwerpunkt und liegt verdammt gut auf der Straße. Woran liegt das? Naja, zum einen an der Lenkung, die sich anpasst. Das ist also eine adaptive Lenkung. Je schneller ich fahre, desto eher verändert sich die Kennlinie. Das liegt auch an den Fahrmodi natürlich. Und wir haben hier ein adaptives Fahrwerk, das man auch in der Dämpfung verstellen kann. Und wir haben natürlich auch den Quattro. Also wir haben hier allerhand drin. So, was passiert jetzt aber, wenn ich wie eben hier diesen Dynamic-Knopf drücke? Die Lenkung wird direkter, die Gasannahme ist direkter. Und dann haben wir hier natürlich die 7-Stufen-Automatik, die natürlich schweinegeil ist. Ich habe es euch erzählt, die ist sehr, sehr solide.
So, was jetzt im Drive Select Modus vielleicht noch interessant ist, ich erzähle es euch im Stand. Wir haben zum ersten Mal hier einen Offroad Modus, was natürlich mit dem Quattro dann zu tun hat. Was der genau macht, weiß ich natürlich nicht so genau. Jetzt geht's weiter. Komfort ist natürlich dann wieder, wenn ich in Komfort schalte, ist das Fahrwerk ein bisschen weicher, die Gasannahme ein bisschen raus, die Lenkung ein bisschen indirekter. Dann habe ich hier einfach ein Auto, was nicht nur übrigens vom Fahren, also vom Platz hier drin, sondern auch vom Fahren wirklich langstreckentauglich ist. Ich kann mir vorstellen, mit diesem Auto wirklich lang zu fahren, ohne Rücken zu leiden haben. Aber wir haben ja ein Audi und Audi und vor allem Quattro und vor allem die Top-Motorisierung soll dynamisch sein. Was mache ich also? Ich drücke hier den Schalter auf Dynamic. Ich weiß, ich wiederhole mich ein bisschen, aber die Ampel war rot und gebe Gas. Was höre ich? Es ist zwar ein Vierzylinder mit 350 Newtonmeter, aber der knallt hier. Das heißt, der lädt mich wirklich zum Kurvenjagen ein. Das liegt natürlich zum einen an der Lenkung. Und wenn ich ihn jetzt mal aufheulen lasse, merkt ihr einfach, wie das klingt. Ich kann hier auch wie gewohnt bei Audi an den Pedalen schalten, was ziemlich cool ist. Ich habe leider eine Oma im X5 vor mir, die will auch keinen Platz machen. Aber ich hoffe, ihr konntet so bisher einen kleinen Fahreindruck gewinnen, beziehungsweise die Oma geht gleich weg hier. So, die Oma ist weg. Ich bin im Sportmodus bzw. Dynamic und gebe jetzt mal Gas. Ihr hört, wie es klingt. Die Bremsen sind natürlich wie von Audi gewohnt Weltklasse. Das Auto frisst sich richtig in die Kurve rein. Trotz hohem Schwerpunkt, ich bezweifle, dass meine Nachbarin einen großen Unterschied zu ihrem A6er Wand bemerkt. Und das finde ich dann bei einem Auto von den Ausmaßen, also die Dynamik, bei gleichzeitigem Komfort, was ich hier alles machen kann, bei so ein bisschen Offroad-Attitüde und so ein bisschen die Möglichkeit, in Offroad reinzugehen, finde ich dann schon sehr, sehr beeindruckend, was da technisch zurzeit einfach möglich ist. Ich muss sagen, ich bin ein richtiger Fan hier von dem kleinen Schlumpf geworden. So, die Oma ist wieder weg und ich will euch jetzt so ein bisschen zum Serpentinjagen einladen, damit ihr mal seht, was dieses Auto drauf hat. Das ist nämlich schon wirklich beeindruckend. Und nein, wir sitzen nicht in einem Porsche 911, sondern wir sitzen halt in einem Audi Q3. Und dass das inzwischen hier möglich ist, was dieses Auto alles drauf hat und dass der nicht extrem über die Vorderachse schiebt bzw. vorne reinstempelt, das ist dann schon hohe Ingenieurskunst. Übrigens, viele von euch werden sagen, ja, Kurvenjagd, gut, nicht jeder ist so verrückt wie Julian. Okay, kann sein. Dieses Auto schafft auch 233 auf der Autobahn. Es ist also natürlich auch ein ganz gutes Konzept für die Autobahn, wenn man wirklich Spaß haben will. Man hat auf jeden Fall trotz Vierzylinder genug Punch zum Überholen. Ich hatte jetzt hier 7,8 Liter auf der Uhr stehen, aber ihr seht ja auch, wie ich fahre. Das geht natürlich viel, viel besser. Ein sehr effizienter Motor. Ich bin ein riesen Fan. Jetzt kommt Motorradfahrer, ich mache mir gleich in die Hose. Ja, aber so ist es. Ich habe es überlebt und ich hoffe, der Fahreindruck, den ich euch jetzt damit vermittelt habe, der hat euch so ein bisschen gereicht. Und jetzt, wenn ich Angst habe vor Motorradfahren oder vor was auch immer meiner Ex-Freundin, dann schalte ich einfach wieder in den Komfortmodus, mache mir ein bisschen Musik an, drehe hier die Klima ein bisschen auf, damit ich nicht mehr so schwitze, schaue mir die schöne Strecke hier vorne an und dieses Auto lädt mich einfach ein, hier, wie soll ich sagen, ganz entspannt zu cruisen und mich damit abzufinden, dass ich jetzt nicht mehr in meinen 20ern bin, sondern 30 und dass mein Rücken immer schlimmer wird und dass ich es langsam auch einmal mal genießen kann, hoch zu sitzen und die Natur anzuschauen oder so. Ihr versteht, was ich meine. Ja, ich komme zu meinem Fazit und ganz ungewöhnlicherweise will ich dieses Mal bei meinem Fazit eine kleine Geschichte erzählen, weil mir Geschichten erzählen so viel Spaß macht. Nee, Quatsch, die Geschichte ist eigentlich ganz sinnvoll. Meine Nachbarin will ein neues Auto kaufen. Die hat einen A4 Avant, den aktuellen. Warum? Naja, die hat Rückenprobleme und will einfach ein bisschen höher jetzt sitzen und findet diese Audi Q-Modelle irgendwie cool. aber ihr Mann sagt, so ein Q-Modell kann ich nicht kaufen, ist nicht sportlich genug, in dem Alter bin ich noch nicht, weil, sagt sie, der fährt gerne mal 180 auf der Autobahn. So, und wenn ich ihr jetzt antworten müsste, warum sie dieses Auto kaufen soll oder nicht, dann mache ich das jetzt. Schaut es euch an. Ich finde es wunderschön geworden. Es ist nicht mehr so pummelig wie der Vorgänger. Man kann es außen auch stark individualisieren. Ich finde es von der Optik sogar richtig knackig. Und die Ausmaße sind so,
Mit Rückbank, mit Kofferraum, mit Platz vorne würde ich sagen, man braucht nicht mehr. Alles andere, was in Richtung Q5 geht oder vielleicht Q7, ist natürlich Luxus. Aber das hier reicht völlig aus. Und wenn man sich dann die Technik anguckt im Innenraum mit virtuellem Cockpit oder dem MMI-System, dann sind wir da auf dem neuesten Stand und haben alles drin. Wenn wir die Assistenten anschauen, haben wir alles drin. Und mit den Motoren, mit den 4 Motoren sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Schade ist nur, dass der 190 PS Diesel erst 2019 kommt, aber wenn ihr den wollt, könnt ihr ja auch ein bisschen warten. So, Renate, jetzt ist es aber an meiner Stelle hier immer auch so ein bisschen was Negatives zu finden. Das ist bei diesem Auto zugegebenermaßen richtig schwer. Denn die Optik überzeugt auf jeden Fall. Was ich dann immer gern hernehme, wenn ich Kritikpunkte finden muss, ist der Preis. Aber selbst das ist auch schwer. Das macht Audi zugegebenermaßen auch clever. Denn hier der Q3 beginnt bei, lasst es euch auf der Zunge zergehen, 33.500 Euro. Das ist nicht viel. Klar, haben wir dann den kleinsten Benziner da drin, haben wir eine Handschaltung und haben wir Frontgetriebe. Aber für diesen Preis bekommen wir echt eine Menge, denn wir haben schon ein digitales Cockpit zum Beispiel vorne drin. Wir haben allerhand technische Ausstattungssysteme schon, Assistenten, die da drin sind. Wenn ich dann zum nächstgrößeren Diesel wechseln will, beziehungsweise nächstgrößeren Benziner wechseln will, bin ich bei 35.300 Euro. Was jetzt hier allerdings steht, ist so eine Art Top-Ausstattung. Wir haben außen sehr viel Ausstattung mit der S-Line, wir haben Innenall-Technik. Wir haben den größten Motor mit dem 230 PS starken Benziner, der macht zugegebenermaßen Spaß. Dieses Auto sieht wunderschön aus, aber wir sind bei über 43.000 Euro. Ob das sein muss, weiß ich nicht. Aber, und da lege ich mich fest, wenn man dieses Auto kaufen will, wenn man ein bisschen preissensibel ist, und ich denke, in dem Segment ist es ganz interessant, vor allem mit der hohen Konkurrenz um VW Touareg, Seat Ateca, Skoda Kodiaq, schaut euch die Preise da auch an, wenn euch die gefallen, keine Ahnung, aber wer Audi-Fan ist, greift einfach zu dem, dann ist man da sehr gut aufgestellt. Übrigens, für alle, die bestellen wollen, das könnt ihr jetzt schon machen, und das Auto wird dann zum ersten Mal ab dem 4. Quartal 2018, das sagt Audi, bei den Händlern stehen. Ich bedanke mich erstmal herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Kommentare, Kritik, andere Geschichten von Nachbarn oder eurer Oma habt, schreibt es gerne drunter. Ich bin für alles offen. Ansonsten könnt ihr mir gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Würde mich wirklich tierisch freuen. Ist so ein bisschen mein Lohn. Danke fürs Zusehen.